der 22. Oktober 2018. Gerade habe ich ein bisschen den Haushalt sauber gemacht und Staub gesaugt. Dabei hatte ich diese Gedanken, was Umweltschutz betrifft, gibt es eigentlich nur eine gesunde Lösung. Das heißt, dass wir global, was Energie betrifft, auf Sonnenenergie umschalten. Das bedeutet Elektroautos, die über Solaranlagen aufgeladen werden. Und es bedeutet auch alle Haushalte mit Solarmodulen und Solartechnik auszustatten. Nach und nach global. Und Schluss mit nostalgischen Vierlefanz. Es hat gar keinen Sinn, alte Autos oder alte Technologien aufrechtzuerhalten, bei denen ganz klar ist, dass sie die Umwelt zerstören. Und wir sind an dem Punkt, wo es um das Überleben geht. Das ist der Scheitelpunkt. Wenn wir uns als intelligente Spezies bezeichnen wollen, müssen wir jetzt handeln. Das heißt, Umstellung auf Elektroautos. Wir brauchen keine Autos, die 300 Kilometer schnell fahren oder 200 Kilometer schnell. Das ist eigentlich Idiotie. Was soll das? Wir brauchen auch keine Autos mit 1000 PS oder 800 PS, nur damit man irgendein, was weiß ich, Minderwertigkeitskomplex vertuscht. Im Grunde ist er ja immer noch existent. Und jetzt übertrage ich mal dieses mit diesem Minderwertigkeitskomplex auf die Ebene Waffenproduktion. Wer Kriegswaffen produziert, um damit Geschäfte zu machen, Profit zu machen, ist eigentlich ein Idiot. Weil er ist einer der ersten, nachweislich, der jammert, wenn plötzlich die Bomben fliegen auf sein eigenes Haus oder wenn seine eigenen Kinder getötet sind oder seine Familie vernichtet wird durch Kriegswaffen. Und solche Leute haben eigentlich gar kein moralisches Recht, dann zu jammern. Und ich kann nur sagen, lasst den Scheiß, das ist Idiotie. Schluss damit. Was wir brauchen, das ist weltweite Abrüstung. Und daran sollte man arbeiten und nicht an der Produktion von Waffen, sondern globale Abkommen und Abrüstung, Zerstörung von Kriegswaffen. Und wir müssen uns global um diesen Globus, um die Erde kümmern und um Umweltschutz. Das ist jetzt der Punkt, das wollte ich nur gerade mal sagen. Okay. Ja. Ciao.